Hey, ihr sexy Schnittchen, willkommen zurück zu Demon's Souls. Wir sind wieder im Nexus und ich mache jetzt wahrscheinlich Alant platt, wenn ich mir so drüber nachdenke. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt. So, wir haben nämlich schon den Schlüssel bekommen für das Mausoleum vom lieben Ostrava, aber erstmal werde ich noch ein Level abholen. Was geht denn da noch? Wie viel brauchen wir? 35.000. Oh, ich hoffe, ich habe... I shall wait thy return. So, den blauen Drachen können wir gleich konsumieren. Hallo? Achso, sie hat doch mit mir gequatscht. 30.000 Seelen gibt die große Seele, die blaue. Können wir auch keine Waffe von machen, deswegen alles gut. So, 4.000. 28.000, das sollte doch mal locker 2-3 Level-Ups geben noch, was wir hier haben an Seelen. Ja. 37.000, also... Ja. Das reicht, glaube ich, nicht, was wir hier kriegen. Ich glaube, ich gebe 10, also es reicht genau nicht. Nee, gut. Aber ich habe ja gesagt, das reicht. Warte mal, ich werde mir noch das... wie viele Magieslots haben wir eigentlich? Einen nur. Ach Mist. Also hätte ich mir den Schild reingepackt. Diesen Schutz gegen Alant, aber brauchen wir ja nicht. Eigentlich nicht. So, wir gehen zum Königsturm, Leute. Und da geht es jetzt wirklich dann zum fast Finale. Also viel ist jetzt nicht mehr zu tun hier im Durchlauf. Ich will natürlich noch die Münzen sammeln, den Doran besiegen. Und dann... Ja, ich werde diesmal das Ende wählen, dass ich die Maid leben lasse natürlich. Weil die arme Maid, die haben wir letztes Mal gekillt, als ich im Haupt-Let's Play durchgespielt habe. Aber wir brauchen leider ihre Seele. Wir brauchen leider ihre Seele für einen Zauber, den bekommen wir von Yuria. Können wir dann nämlich dieses Mal auch nicht mehr holen oder... Ja, ich weiß nicht, ist ja eigentlich wurscht, ob ich sie jetzt kille oder nicht. Hoppala. Wow. Du kleine Kröte. Ich meine, das Einzige, was halt der Unterschied ist, ihr seht das Ende dann nächstes Mal, wie wir sie nicht töten. Aua. Du bist ein Held, habe ich gehört. Du bist ein echter Held. Au. Hallo. Nein! Oh, das ist ein Penner. Ich dachte, ich schaff's noch durch. Aber ich habe auch so wenig Lebensenergie. Es ist so lächerlich. Und ich habe extra eine bessere Rüstung angezogen sogar. Ach Mann. Naja, dann kann ich mir die Echse nochmal holen. Seht ihr, hätte ich jetzt nämlich Menschlichkeit benutzt. Also beziehungsweise einen Stein. Wäre viel mehr Augen. Wäre nicht so gut gewesen. Guck mal, der riesige Blutfleck hier auf dem Sonnensymbol. Au! Mann! Leck mich doch. Tut mir alle weh hier. So. Guten Tag. Dankeschön. So, auch wir haben ja gar nicht mal den Diebesring an. Ich bin auch ein Held, ne? Kann man nur, dass die Echse weggerannt ist eben. Geh mal weg jetzt. Ja, ich weiß. Ich hab eine Menge Seelen noch. Die will ich gerne verlieren. Oh, verzieh dich jetzt. Warum? Warum läufst du nicht einfach weiter geradeaus und lässt mich einfach durch dann? Blöd Mann. So. Ich hoffe, ich schaffe Alant direkt. Er ist jetzt, ich finde ihn halt echt nicht schwer. Ja, er hat ein paar fiese Sachen auf Lager. Aber solange man immer so ein bisschen Abstand hält und, ne, so Mindestabstandregeln einhält, ist das alles machbar. Aber ich habe 48. Kann ich denn vielleicht gegen das... Ja, ändert sich nicht mehr was vom Gewicht. Muss halt gucken, ob das Drachenschwert nicht besser ist. Ich weiß gar nicht, was für ein Magiewiderstand Alant jetzt hat, aber ich glaube, er ist so ziemlich gegen alles sehr resistent. Ah. Ich habe auch überlegt, theoretisch müsste ich ja nicht nur mit dem Blutbad Sword rumrennen im New Game, sondern Gift ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen glückabhängig. Also das skaliert mit Glück. Was ich ja sagte, eigentlich jede Waffe skaliert mit Werten, außer... Also mit Stärke, Geschick, Magie, Wille, aber das Blue Blood Sword ist halt wirklich abhängig vom Glückswert, der Schaden, unter anderem. Also kann ich mich da super, super hoch pushen. Wie gesagt, ich versuch's mal, ich werde jetzt hier den Durchlauf machen. Ich darf natürlich den letzten Boss nicht killen, weil dann ist es vorbei, dann kann man nicht mehr leveln, dann bist du bei der Maid und musst halt wirklich das Spiel abschließen. Deswegen, also ja. Ich sollte da den Storm King leben lassen noch bis zum Schluss und dann versuche ich einfach mal so weit zu leveln, dass es passt von der Lebensenergie.
und guck mal, ob der Münzenbug noch geht. Ansonsten könnte ich es ja vielleicht einfach nochmal neu installieren und ohne Patches spielen. Dann kann man es natürlich nicht online spielen, aber naja. Muss ja auch die Chance geben für Leute, die keine Online-Anbindung haben, das Spiel zu zocken. Wenn sie nur die Blu-ray besitzen. Wäre auch ein bisschen scheiße. Ich meine, es gibt ja echt Leute, die haben einfach kein Internet. Oder ganz schlechte. Stell ich mal vor, ihr müsst so 50 GB und auch generell so 5 GB Patch runterladen. Das ist nicht wenig. Oh, ist irgendwie schon gruselig, der Typ. Ich meine, guckt ihn euch mal an. Schneeweißchen. War jetzt echt eine fiese Kombo. Ich hätte auch mal blocken sollen. Ich hätte aber das Schild ein bisschen upgraden sollen. Oh, das war jetzt gemein, wer mich einfach weggepunished hat. Na gut, selber schuld. Ich habe es ja letztes Mal geschafft beim ersten Mal. Der Weg ist halt extrem nervig mit diesen Typen im Turm immer. Aber ganz ehrlich, wenn ihr was Lustiges sehen wollt, schaut euch mal den Eddie und den Dennis an. Von Game One, also beziehungsweise Rocket Beans. Es ist... Ja. Ich glaube, wie viel... 20 Versuche haben die gebraucht. Ein bisschen gemein jetzt, wenn ich das so sage, aber... Schaut es euch mal an, ist sehr unterhaltsam. Aber geh mal nicht auf den Sack jetzt bitte. Mach jetzt deinen Scheiß, komm. Danke. Dankeschön. So, das war's jetzt. Das Schlimme ist halt immer diese lange Aufzugsfahrt noch. Hallo? Ich glaube, irgendwie das Gamepad ist so ein bisschen verzögert. Jetzt kein Scheiß. Naja. Ich habe ja eh gesagt, ich habe so das Gefühl, dass sich irgendein Patch vielleicht sich was verschlechtert hat bei der PS5. Von der Performance her. Könnte nur eine Einbildung sein. Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, warum mache ich nicht zuerst König Doran? Das liegt daran, dass die Weltentendenz ja schlechter wird, wenn ich ihn jetzt bekämpfe, habe ich erzählt. Ist keine gute Idee. Weil ich möchte sie auf die Pure White bekommen und anders geht das leider nicht mehr, außer ich helfe bei Bossen. Im Online-Modus. Habe ich aber nicht vor, so wirklich. Ich glaube, ich muss es aber trotzdem machen, um die Charaktertendenz auf Weiß zu bekommen. Denn die ist halt noch ein bisschen düster. Also ist schon heller, aber wenn ich überlege, ich spiele es dreimal durch, ich weiß nicht, ob das reicht. Und dann beim vierten Mal, wenn ich es durchspiele, werde ich dann auch diese Mephistopheles-Quest machen. Ja, wahrscheinlich schon früher im dritten, denke ich, dann am Ende vom dritten. Obwohl, also als schwarze Charaktertendenz zu spielen, ist es wirklich schwer. Weil man hat viel weniger Lebensenergie als Geisterform jetzt hier. Ich glaube, man macht auch weniger, oder man bekommt mehr Schaden, irgend sowas war da. Man macht halt lediglich mehr Schaden als rotes Phantom, wenn man Leute invadiert. Oh, dieser Aufzug. Dieser Aufzug, meine Güte. Danke. 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 Das Schlimme war übrigens, wenn man hier zu langsam war, der Aufzug fährt ja wieder runter, ne? Dann, dann. Sehr wenig Schaden. Au. Ich hole es mal mit dem Feuerschwert. Okay, noch weniger. Dieser Kerl. Ja.
vorbei. Haben sie ihn schneller gemacht? Alter, ich hab geblockt, ne? Das war krass. Was er abzieht. Du blöd Arsch. Du blöd Arsch. Guck mal, wie dreckig er schon ist. Na, du blöd Mann. Na komm. Mach was Dummes. Ah, nee. Das war dumm. Au. Au, au, au. Ich glaube, Stichattacken sind ganz gut gegen ihn. Wie das auch raussteigert hier. Aua. Oh, ich habe kein Schild draußen gehabt. Verdammt. Aua. Jetzt keine Dummheiten erlangt. Na? So sieht's aus. Das war jetzt ein bisschen gierig, aber gierig ist gut. 50.000. Ich habe trotzdem ein Level up verloren, du Pisser. Oh, 99.000. Hä? Ach, das war vom Level zurückbekommen. Ah, ich verstehe. Ich bekomme das vom Level zurück, was ich verloren hatte. How did you defeat my demonic reflection? Weil du scheiße bist. How many souls might you have devoured, I wonder? The rest is up to the old one. If it is to be, then you shall be beckoned. Huh. Alles gut.
So, wie gesagt, es fehlt noch der Sturmkönig. Jetzt sind wir hier in der Pure White. Heißt, ich hole mir jetzt noch die Münzen. Touch den Touch. Touch me. So. Auf jeden Fall noch Lebensenergie. So, und ich muss mich leider killen. Aber warte mal, habe ich noch ein kleines Seelchen? Warte mal, die vom König ist leider ja nur für die Waffe, wie gesagt. Warte. Seele des Uralten. Gemalt in Schwarz, der falsche König. Dafür können wir halt nur die Schwerter vereinigen. Die werde ich auch im... Also, ich wurde schon gefragt. Ja, die werde ich im neuen Spiel sehen. Hat der Vigi gefragt, glaube ich. Werde ich machen, mein Lieber. Werde ich machen. Ich zeige euch dann diese Dämonenbrandwaffe. Demon Brand. Und Soul Brand. Und die Nordregalia wird das dann. Oder Northern Regalia. Ich weiß nicht. Wie heißt das auf Deutsch? Nördliche Regalie. Ikea. Ikea-Regal. Ah! Also hat sie sich ein Zeh gestoßen, so hat sich das angehört. Nicht, als wäre sie gerade gestorben. Ah! Hoppala. Ne, zeige ich euch dann. Ach ja, ich weiß. Ich wurde jetzt gefragt wegen Mass Effect. Wann kommt Mass Effect auf dem Zweitkanal? Ich versuch's wirklich, Leute. Ist halt alles, wie gesagt, schwierig. Von der Zeit auch. Wisst ihr ja sicher. Aber zum Glück. Ich habe gedacht, das liegt jetzt irgendwo auf dem Vorsprung, weil ich da ganz kurz aufgeditscht bin auf dem Stein. Aber so viel ist es ja, das Spiel, das setzt einem immer dahin, wo man es erreichen kann, das Seelenbündel. So, da seht ihr, es ruckelt halt. Ich hab den Eindruck, es ruckelt. Naja. Blöd. So, zersplitterte Welt. Ich frage mich halt echt, was um Vergebung bitten bedeuten soll. Wem habe ich denn hier was angetan? Was soll denn daran so schlimm sein, wenn ich hier andere Leute verhaue? Tja. So. Jetzt darf ich nur nicht sterben mit den ganzen Seelen. Das wäre ein bisschen peinlich. Aber ich glaube, das wird doch nicht passieren hier in der Welt. So schwer ist das nicht. Diese da rumstarksten alle. Kra, kra. So, wir sollten ja die Pure White haben. Oh, bloß nicht auf die Dinger hauen, bitte. Auf die Fässer. Ihr Arschgeigen. Tschüss. Bye-bye. Baba, da müssten noch zwei sein. Würdest du mich aber anspringen? Aber die hätte ich eigentlich stehen lassen können. Hätte ich gleich ein paar Seelen bekommen, hättet ihr gesehen. Weil die Typen haben so die Eigenart, wenn irgendwas im Weg steht, dann wollen sie unbedingt draufschlagen. Hey. So, ihr erinnert euch ja bestimmt, wo es war, ne? Habe ich ja gesagt, hier unten, wo die Möbelstücke sind. Wow. Alles verdreht hier wieder, ne? Wow, das war elegant, oder? So, hier müsste es sein. Wenn ich nicht falsch liege. Ja, da ist sie. Eine Keramikmünze. Das war die erste. Wir haben ja jetzt Pure White, wie gesagt. So, warte, die werde ich dann noch... Zack. Pure White, Gates of Proletaria. Das ist the Gate of Proletaria. So, machen wir das erstmal. So, werde ich natürlich erstmal in den Nexus zurück. So, das nächste ist nämlich dann in 1-3. Was? Inner Ward, in the side area near the start of the level, after the guards open the side path with ninjas. Okay. Ihr wisst, wo das ist. Aber es sind ja nicht wirklich Ninjas. Es sind ja diese dummen Soldatentypen. Ach Mann, warum legst du dich wirklich ins Inventar? Kann er es nicht ausstellen, dass er Gegenstände ins Inventar legt? Also hier so einen Slot zu benutzen? Finde ich echt dämlich. Warte mal, kann man das nicht benutzen? Kann man das nicht einstellen? Ja, hier. So, bitte, danke. Will ich nicht. Und damit hätten wir nämlich 9 Münzen. 9 von 26. So, und jetzt gehen wir hier hin. Zur Vorburg. Und da ist dann, warte mal, Courtyard overlooking the boss. The boss Foggate. The primeval demon spawns. Ah, okay. Ah, okay. Ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo es ist, Leute. Ich weiß, wo die 3 Münzen, die 2 Münzen noch sind.
Aber da musst du halt erstmal drauf kommen, dass man die alle findet. Oh nein! Ah. Ich wollte blocken. Oh, die armen Hunde. Ist aber wert. Habt ihr das gesehen? Ganz knusprig. Hi. Wow. Kann ich auch. Hey, du. Problem ist, ich habe den Ring nicht an, ich weiß, aber ich will ein paar Seelen. Warte, ich habe jetzt eigentlich genug. Ja, ja. So, jetzt müsste. Side Area, bla bla bla. Aber oh, ist er, da müsste noch einer sein. Nee. Wie das alles zerspringt in tausend Teile. Hier müsste das sein. Nee, da steht auf jeden Fall eine Kiste, die ich nicht zerstören kann. Die ich nicht öffnen kann, meine ich. Da müsste das sein. Oh. Ey! Hau ab mit deinem Scheiß! Kung Fu oder was? Macht ihr seine High Kicks? Bist du hier beim. Bist du hier beim Aerobic oder was? Mann, 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 so. Mach doch deinen Scheiß. Lass mich mal lesen. After the guard. Side path with ninjas and a boulder goes down the stairs. Go up a small ladder. You will see a door you cannot open in front of you. Break the box to get the coin. Ah, das ist klar. Ich weiß wo. Hier nämlich ist so ein kleiner Vorsprung. Da. Hier. Der da. Und dann erstmal den Typen hier killen. Dann fahre ich dann runter. Wie soll ich denn? Wie soll ich denn? Ich glaube, ich muss von oben irgendwo runterspringen. So. Gras. Das hier? Oh ne, warte mal. Hä? Natürlich nicht öffnen kann und da ist irgendwo ein Vorsprung. Guck mal, dort ist. Ach, diese Details, dass hier unten noch ein Boot im Wasser liegt. Ist schon ganz cool. Aber ich kann hier nicht hoch. Ah, weil die Leiter kaputt ist oder was? Nee. Macht die Kugel die Leiter kaputt? Ich weiß es gar nicht. Wo ist denn dieser Vorsprung jetzt? Wie komme ich da hin? Zu dem Ding hier. Au! Au! Wie ich diese scheiß Kugel fast killt. Oh nein! Ja, guck mal, da sterbe ich! Ist so klar. Go up a small ladder and you will see a door which you cannot open. Bin ich bescheuert? Oh mein Gott, ich sterbe an so einem dummen. Weißt du, weil es halt out of border ist, so ein bisschen. Das ist die Grenze vom Spiel, da kommst du nicht drüber, ist vorbei. Ah. Ich habe mir übrigens was zu trinken gemacht mit Soda. Ihr kennt ja Soda Stream wahrscheinlich. Und wenn man sich da eine Geschmacksrichtung reinkippt. Ich habe halt echt vergessen, Kohlensäure reinzumachen. Ich finde das total widerlich ohne Kohlensäure. Warum auch immer. Ist übrigens so ein Ding von Deutschen, habt ihr das gewusst? Dass du in anderen europäischen Ländern sehr selten Getränke mit Kohlensäure kriegst. Also außer jetzt Softgetränke, so wie Cola oder so ein Quatsch. So Mineralwasser zum Beispiel, das ist immer still. Also, ne? Nur so als kleiner Funfact am Rande ist mir so gerade in den Kopf gekommen. Hi, du Arsch. Leide. Sag ich dir, leide. Kann ich da rüber? Ne, wäre lustig, wenn ich da einfach rüberspringen könnte, überall. Wie komme ich denn auf diese Kack... Ach, da ist die Leiter. Oh. War so ein bisschen doof.
Der dumme Ninja ist nicht da. Haha. Drunter weggeduckt. So, irgendwo hier ist die Münze. Jawohl. So. Haben wir das. Abstreichen. Zack. So. Und eine ist noch da. Die hole ich mir jetzt auch gleich noch. In der Pure White. Ich schau wieder auf das Ding drauf. Ja. Wow! Du blöder Sack. Gemeiner Wurfdolch. Ist der Fat Official eigentlich wieder da? Nee, ne? Der ist futsch. Und fett. Und dumm. Aber du bist da, mein Freund. Was ist so schön das Schwert drin rumgedreht? Habt ihr das gesehen? Geil. Richtig geil, du. Lass mal einfach alle mal stehen. Denn. Dich verschone ich aber nicht, weil du bist ein Schwein. Du bist ein echtes Schwein. Der schmeißt aber mit Kackdolchen nach mir, mit gemeinen Wurfdolchen. Und du auch nicht, weil du bist blöd. Aber die Todesanimation sieht cool aus. Oh, ich muss mir gerade mal die Frisur richten, habt ihr gesehen? Hat er gemacht. Ich hab vorbeigestochen. Wie in so einer schlechten Filmchoreografie, da wo du richtig siehst, dass der Schauspieler nebendran sticht. So, und hier... irgendwo ist die Münze. In diesem Bereich hier. Wo ich runtergucken kann hier. Da, auf diesem Platz. Guck, wie das ruckelt. Warum ruckelt das? Liegt es an meinem PC vielleicht? Der rödelt gerade so ein bisschen. Irgendwo hier muss sie sein. Auf dem Platz. In der Kiste. Ah. Ah. So, das waren alle. In der Pure White. Jetzt gibt es noch zwei in der Pure Black. Und ja, damit würde ich sagen, gehe ich mal zum Nexus zurück. Werde mich jetzt hier noch ein paar Mal umbringen bis zum nächsten Part. Und dann haben wir die Pure Black. Und ich werde dann noch zu... dem lieben König Doran gehen, den erledigen, den Sturmkönig. Also ich würde sagen, letzter Part ist dann schon der erste Durchlauf durch, soweit. Was willst du sagen? Es ist nicht mehr viel. Aber es war die Zack. You have a heart of gold. We are indebted to you. We are indebted to you. To ye. Sagt er ja, Entschuldigung. Indebted to ye. So, schön, Leute. Das war's für den Part. Ich mach die nicht so lange, habe ich ja gesagt. Sonst kommt halt wieder so... wenig, dann kommen auch wieder so wenige andere Videos. Ne, ihr wisst Bescheid. Ich danke euch fürs Zusehen. Es war mir eine Freude. Seid mit dabei beim nächsten Mal. Und lasst mir ein Like auf die Folge. Wir sehen uns zu Demon's Souls. Bis dann. Tschüss.